Das Gefühl der Willensfreiheit steht in einem krassen Gegensatz zum Ursache-Wirkungsprinzip, welches wir doch eigentlich für selbstverständlich halten. Dieses Freiheitsgefühl ist eine unmittelbare Erfahrung. Es kann doch gar nicht anders sein. Aber ist nicht alles kausalen Gesetzen unterlegen? Wieso sollte das beim Menschen anders sein? Was soll dieser freie Wille sein? Zunächst einmal ist festzustellen, dass der Begriff freier Wille extrem schwierig ist. Man muss zum Beispiel fragen, frei wovon? Und man muss den Begriff des Ichs genauer unter die Lupe nehmen. Man muss sich über die Begriffe Determinismus und Zufall Gedanken machen. Das alles werden wir uns in diesem Video anschauen. Aber fangen wir von vorne an, um eine Grundlage für unsere weitergehenden Gedanken zu haben. Unsere Psyche setzt ganz offensichtlich Grenzen in unserer Freiheit. Es gibt Entscheidungsneigungen. Präferenzen und Neigungen sind aber nicht gleich Determiniertheit. Determiniertheit beschreibt die kausale Vorherbestimmtheit aller Ereignisse. Zufall und auch Willensfreiheit werden damit also ausgeschlossen. Es geht aber bei der Frage nach dem freien Willen nicht unbedingt so sehr um die unterschiedliche Psyche und damit die Begrenzung auf eine geringere Anzahl an möglichen Handlungen, sondern um minimale Entscheidungen. Sagen wir zum Beispiel die Entscheidung, ob du das Video an dieser Stelle stoppst. Es spricht zwar absolut nichts dafür abzubrechen, aber du kannst es doch absolut frei entscheiden. Dieses Gefühl der Freiheit ist nicht vereinbar mit dem Determinismus. Ist es also vorherbestimmt, eine Folge physikalischer Ereignisse, ob du das Video jetzt stoppst oder nicht? Oder kannst du irgendwie in die biochemischen Prozesse deines Gehirns eingreifen und somit eine andere Handlung verursachen? In die Vorgänge des Gehirns eingreifen zu können, klingt schon irgendwie komisch. Darauf kommen wir gleich noch einmal zurück. Vielleicht kennt ihr die Experimente von Benjamin Libet zur Willensfreiheit. Diese wurden natürlich in modernerer Form schon oft wiederholt. Man versucht festzustellen, wann eine Entscheidung getroffen wird und wann diese Entscheidung bewusst wird. Gerne mache ich dazu noch ein ausführlicheres Video. Allen Experimenten gemein war das Ergebnis, dass man anhand der Gehirnaktivität feststellen konnte, dass die Entscheidung schon vor Bewusstwerden dieser Entscheidung getroffen wurde. Dazu muss man allerdings sagen, dass dies nur im Mittel der Fall war. Der Zeitpunkt der bewussten Willensentscheidung ist für eine eindeutige Aussage viel zu schwierig festzustellen. Deshalb wird auch viel Kritik an der Methodik solcher Experimente geäußert. Libet selbst war ein Verfechter des freien Willens und interpretierte ihn anhand seiner Ergebnisse um, damit er nicht ganz widerlegt scheint. Er ordnete ihm ein Vetorecht zu, also die Möglichkeit, eine unbewusst getroffene Entscheidung noch abbrechen zu können. Allerdings kann das Abbrechen einer getroffenen Entscheidung ebenfalls auf neuronale Aktivität zurückgeführt werden. Für den freien Willen ist damit also nichts gewonnen. Nicht frei in seinen Handlungen zu sein, sondern determiniert durch die neuronalen Prozesse im Gehirn, scheint unbegreiflich, weil es dem widerspricht, was wir die ganze Zeit erleben. Genauso unbegreiflich ist aber auch das Gegenteil. Was sollte Willensfreiheit denn bedeuten? Irgendwoher muss die Entscheidung kommen. Wenn gewisse Entscheidungen, die wir treffen, wirklich keine Ursache haben, sondern eben nur Wirkung sind, dann wäre dies jedes Mal wie eine Erschaffung von etwas aus dem Nichts. Das widerspricht völlig unserer Intuition. Die gesamte Materie ist kausalen Gesetzen unterlegen. Wieso sollte das bei der Anordnung der Atome im menschlichen Gehirn auf einmal anders sein? Ein klassisches Beispiel, um diese Determiniertheit deutlich zu machen, ist der Laplace'sche Dämon. In dieser Veranschaulichung geht man von folgendem aus. Wenn sämtliche Naturgesetze, sowie auch die Lage, Position und Geschwindigkeit aller Teilchen des gesamten Universums zu einem bestimmten Zeitpunkt bekannt sind, dann ließe sich daraus jeder vergangene und zukünftige Zustand berechnen. Die Gegenargumente, die diesen allwissenden Dämon als wissenschaftlich real mögliches Wesen ausschließen, wollen wir nicht betrachten. Es geht nur um das Konzept als philosophisches Gedankenexperiment. Durchgängige Determination ist aber auch in der modernen Naturwissenschaft sehr umstritten. Als klassisches Gegenargument gilt dabei die Kopenhagener Deutung der Quantenmechanik, welche von absoluten Zufällen auf Quantenebene ausgeht. Albert Einstein war davon nicht überzeugt. Mit seinem Ausspruch "Gott würfelt nicht" brachte er das ganz deutlich auf den Punkt. Er wollte damit sagen, dass die fundamentalen Vorgänge deterministisch sein müssen. Sicher ist man sich dabei bis heute nicht. Aber selbst wenn es absolute Zufälle gäbe, dann wäre das noch lange kein Beweis für einen freien Willen. Absolute Zufälle wären immerhin Zufälle und keine freien Entscheidungen.
Ist eine Entscheidung jedoch wirklich frei von jeglichen Einflüssen, dann wäre sie gänzlich unmotiviert und damit tatsächlich zufällig. Aber entspricht das noch dem Sinn des Begriffs freier Wille? Es gibt zwar in gewissen Theorien den Begriff des substanziellen Willens, dessen Entscheidungen undeterminiert sind. Aber das ist nicht wirklich zufriedenstellend, da dieser substanzielle Wille wiederum Gesetzen unterliegen müsste und damit das Problem nur verschiebt. Wenn es um die Diskussion um den freien Willen geht, herrscht viel Uneinigkeit über den Begriff an sich. Und das hängt zum Beispiel auch mit der Uneinigkeit über andere Begriffe zusammen. Zum Beispiel, wenn es um die Frage nach dem Ich geht. Ich habe über das Ich schon in einem vorherigen Video gesprochen. Was ist dieses Ich eigentlich? Den Link zum Video findet ihr oben auf der Infokarte. Wenn man sagt, dass das Gehirn eine Entscheidung fällt und nicht Ich, dann sagt man damit aus, dass man nicht sein Gehirn ist. Das Ich und das Gehirn werden damit unterschieden. Das setzt ein dualistisches Weltbild voraus. Andere würden sagen, dass Gedankentätigkeit und Ich dasselbe sind. In diesem Fall wäre es richtig zu sagen, dass ich mich für etwas entschieden habe. Immerhin entsteht die Entscheidung und die Handlung aus Neuronenaktivität. Und ich bin in dieser Denkweise ja die Neuronenaktivität. Und wenn es dann um den freien Willen geht, wird deutlich, dass das Konzept an sich in diesem Zusammenhang bedeutungslos ist. Wovon sollte dieser Wille dann frei sein? Dass unsere neuronale Aktivität durch viele Faktoren beeinflusst wird, ist vollkommen klar. Dass wir noch lange nicht die Komplexität durchblicken können, wie das Gehirn genau arbeitet, ist auch klar. Aber es besteht ein Ursache-Wirkung-Zusammenhang. Albert Einstein sagte dazu: "An Freiheit des Menschen im philosophischen Sinne glaube ich keineswegs. Jeder handelt nicht nur unter äußerem Zwang, sondern auch gemäß innerer Notwendigkeit." Was man allerdings nicht außer Acht lassen sollte, ist, dass physiologische Prozesse und der Bewusstseinsinhalt zwei verschiedene Dinge sind. Physikalische und biochemische Prozesse im Gehirn sind eindeutig die Ursache für unser Erleben der Welt. Aber sind sie auch das Erleben? Diese Frage lässt möglicherweise Platz für einen freien Willen. Auf skeptischer Basis lässt sich die Frage nach der Willensfreiheit nicht klären. Wir merken aber, dass der Begriff freier Wille zu vielen Problemen und Unstimmigkeiten führt. Menschen, die einen freien Willen für existent halten und Menschen, die ihn für nicht existent halten, können die gleiche Ansicht über die Entstehung von Entscheidungen haben. Sie haben einfach eine andere Vorstellung und Definition vom freien Willen. Zu diesem Thema werden auf jeden Fall noch weitere Videos folgen. Ich freue mich daher über euren Input in den Kommentaren und nehmt auch gerne an den Abstimmungen auf der Infokarte teil. Diese werden natürlich auch in den nächsten Videos einfließen. Wenn du schon vorab Lust auf weitergehende Informationen und Gedanken hast, dann schau mal in die Beschreibung. Dort habe ich ein paar Gesprächsrunden, Texte, Vorträge und auch kostenlose Hörbücher verlinkt, die in diesem Zusammenhang extrem interessant sind. Möglicherweise ist der freie Wille eine Illusion. Aber diese Illusion ist perfekt. Solange wir also nicht wissen, ob es einen freien Willen gibt, sollten wir weiterhin so tun. Vor der Vernunft ist er nicht zu erweisen, aber doch muss man ihn fordern, sonst hört alle Selbstverantwortung auf. Du könntest dich zum Beispiel frei entscheiden, diesem Video einen Daumen hoch zu geben, und ebenfalls frei entscheiden kannst du dich dafür mal auf meiner Patreon-Seite vorbeizuschauen, über die du meinen Kanal unterstützen kannst, damit es noch mehr Videos dieser Art gibt. Für weitere Diskussionen möchte ich euch gerne noch die Facebook-Gruppe und den Discord-Server ans Herz legen. Alle Links sind natürlich in der Beschreibung. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und seid achtsam.